Wir sind hier am Stand von GIK oder GIK Acoustics und neben mir steht dann Nick. Hallo Nick. Hi. Hi, grüß dich. So, du, ich war begeistert, als ich gesehen habe, was ihr hier macht. Ich schwenk mal ganz kurz ein bisschen rum. Das sind dann diese Täfelungen von Wänden. Es sind wahrscheinlich auch bedruckte Bilderrahmen, könnte ich mir vorstellen. Genau, also das ist unsere Artpanel-Serie. Die bedrucken wir halt selber in-house, machen Sonderanfertigungen, Sondergrößen, Custom-Motive vom Kunden oder von der Stock-Image-Library, die wir selber zur Verfügung stellen. Ah, okay. Also wir machen generell auch sehr viel Custom-Stuff. Wir haben natürlich so immer unsere Standard-Module. Aber wie gesagt, wir produzieren alles auf Bestellung. Ja. Das heißt, der Kunde könnte ein Logo seiner Firma zum Beispiel hochschicken oder hochladen? Genau, das ist so der Klassiker eben für Office Spaces. Eben, ne? Schön großes Panel mit einem Company-Logo drauf, dass halt dann der Meetingraum zum Beispiel einfach ein bisschen behandelt wird, weniger Echos, weniger Nachhall. Genau. So der Klassiker, machen wir andauernd. Super. Wir können ja mal kurz über den Stand ein bisschen gehen. Gerne. Genau, da habe ich jetzt, das ist so ähnlich, glaube ich. Ja. Genau, also eher so ein Diffusor oder? Das ist unser Hochleistungsdiffusor. Das ist eher so was für einen HiFi-Bereich oder dann auch für einen Tonstudio-Bereich. Sehr effektiv, gefertigt aus, gefräst aus MDF. Ja. Läuft so von 10 kHz bis runter bis 650. Ist so immer noch mit der leistungsstärkste Diffuser auf dem Markt. Sehr viel Engineering, so auch in das Pattern ging da rein. Und die Tiefe vor allen Dingen ist ja auch wichtig. Genau, die Oberfläche hier von den Stiften und dann die Tiefe. Darüber kriegen wir halt dann eben diesen extrem großen Wirkungsbereich. Super. Dann haben wir hier so eine Bass-Turbo-Trap. Genau, die Turbo-Trap. Das stellt man sich also dann in die Ecke zum Beispiel, oder? Die kann man sich in die Ecke stellen, kann man aber auch irgendwie an den Wänden entlang. Die ist belastbar bis über 50 Kilo. Das heißt, da kann man Lautsprecher draufstellen, da kann man Vasen draufstellen. Das ist so, okay. Genau. Ist das auch bedruckbar mit einem Logo oder ist es einfach nur diese Farbe? Weißt du nicht? Es ist prinzipiell bedruckbar. Also das kann man machen. Das wäre natürlich eine etwas aufwendigere Sonderanfertigung. Genau, aber ist nicht ausgeschlossen. Ist nicht ausgeschlossen. Genau. Okay, super. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir natürlich die. Genau, das ist unsere Flex Range Serie. Das sind quasi einfach, sag ich mal, Standard-Panels für den Pro-Bereich. Die können wir eben nachrüsten mit unserem Range Limiter oder unseren Scatterplatten. Das ist sowas für Tonstudio, für High-End-Hi-Fi-Räume. Und auf der anderen Seite, da sehen wir quasi die anderen Standard-Panels. Das sind wirklich einfach nur Standard-Absorber in 25, 50 und 100 mm Stärke, je nachdem, wie viel Bassabsorption man eben braucht. Verstehe. So, und dann diese Soundblocks, das sind so ein Mittelding zwischen Bass-Trap und Absorber? Oder was brauchst du diese Tiefe? Die Tiefe brauchen wir wirklich für den Bassbereich. Die gehen runter bis 40 Hertz. Das heißt, wir behandeln damit das gesamte Spektrum. So unsere... Von den Panels her, unsere leistungsstärkste Bassfalle, kann man quasi hier so als modulares Stack-System machen. Die sliden hier so, sliden hier so rein. Wirklich so? Das ist nicht das, einzeln, man genau, kann das, da so kleine Schirmchen bauen. Genau, man kann stacken, ich mach mal. Okay. Ja. Oder man kann es auch ohne die Schienen bekommen, quasi als quadratisches Wandmodul und kann dann quasi eine Wand damit behandeln. Ja, und es ist verschiebbar. Jetzt sehe ich es erst. Genau, es ist halt wirklich clever. So. Ja. Clever. Sehr modulares System. Genau. Hier haben wir noch einen anderen Diffusor, einen sehr, sehr klassischen, so der Aufnahmestudio-Klassiker, QCMD-Diffusor. Gibt es seit den 70er Jahren. HiFi-Räume-Studio-Technik, das ist so der. Super. Also, ihr habt irgendwie alles. Geh nochmal da hinten rum. Genau, hier, das ist auch eher das so. Das sind jetzt die Alpha-Serie, ist quasi unsere Pro-Serie aus den Panels mit den Frontplatten. Ja. Das sind quasi hier mathematisch berechnete Patterns, die quasi dann eben dir eine Diffusion geben. Dahinter sitzen Absorber in verschiedenen Stärken, ja. 150 mm, 100 mm oder 50 mm. Mit den Tiefen absorbieren wir auch wieder tiefe Frequenzen. Genau. Aber wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht mit einer reflektierenden Fläche ist, sondern wirklich nur eine Stoffbespannung, ist wahrscheinlich effektiver, oder? Es ist effektiver, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Raum sehr intensiv behandeln, dann können wir natürlich, wenn wir nur Absorber verwenden, dann wird der Raum sehr dull, sehr tot,
Verstehe. Und damit kriegen wir so ein bisschen wieder so ein bisschen Lebendigkeit rein. Das ist also eher was, sagen wir, für einen Hi-Fi und für einen Tonstudio-Bereich, wenn man wirklich sehr viel Fläche behandelt. Ah, jetzt zum Beispiel in Offices arbeiten wir nur mit Standardabsorbern, wenn wir irgendwie eine Decke machen, genau, oder vielleicht eine Wand. Über die Anzahl. Genau. Ist vielleicht auch eine Sache des Designs, sage ich jetzt mal. Das auch. Eine ganze Wand. Es kann auch sein, ne, dass Kunden das einfach sagen, hey, die finden das schön. Dann ist es natürlich auch eine Designfrage. Für die Designsachen haben wir quasi auf der anderen Seite noch die Impression-Serie. Da haben wir quasi 12 verschiedene Muster, die einfach so ein bisschen schicker sind, auch gut ins Wohnzimmer passen. Wir haben hier verschiedene Oberflächen, weiß, schwarz, Walnuss, Buche und hier so eine graue Ulme. Super. Also sehr, sehr viele verschiedene Optionen. Stoffe haben wir über 70 verschiedene. Also da kann man sich wirklich selber sein. Cool. Also was ich total sympathisch finde, ist einfach, dass ihr auch dann aus Deutschland seid oder dass genau. ihr in Deutsch, fertigt ihr auch da? Wir, oder? Wir fertigen in unserem eigenen Werk in Polen, aber quasi wir haben eine deutsche Niederlassung, wir machen da Beratungen. Das ist super. Wo seid ihr beheimatet? In Frankfurt. In Frankfurt, ja, genau. Das ist ja zentral. Genau. Du, das ist super. Also, dann sage ich mal tschüss, Nick. Genau, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Gerne. Ciao. Ciao, mach's gut.